Es ist unbeschreibbar. Man muss es wirklich spüren. Und aber das ging vielen, wenn nicht gar den meisten so. So, ich habe heute ein Meetup bei mir mal wieder. Richtig cool. Und er wollte heute mal teilen, was seine Erfahrungen waren in Costa Rica mit Wasserfasten, auch bei Lauren Lockman. Ich hatte schon mal ein Video gemacht mit Robin ja auch. Schaut euch das auch gerne mal an. Der hatte 21 Tage Wasserfasten gemacht. Was ich so vorweg nämlich sagen wollte, was halt super wichtig ist, finde ich, gerade wenn man Wasserfasten macht, Meetup hat er jetzt auch 40 Tage gemacht sogar. Das würde ich halt niemals irgendwie empfehlen, das alleine, während man arbeitet, ohne Begleitung zu machen. Also da würde ich schon, gerade wenn es länger wird, okay, ein paar Tage kann man vielleicht mal alleine machen, aber gerade wenn man das länger macht und im Alltag, da würde ich das niemals halt ohne Begleitung und nicht mit dem richtigen Umfeld und dem richtigen Setting so machen. Genau, das mal kurz vorweg. Das ist, denke ich, nichts für jeden, gerade wenn man so diesen Alltag hat. Da würde ich mir halt wirklich frei nehmen. Ne? Du hattest dir ja dann auch komplett, wie lange hast du dir freigenommen sogar? Du hattest die 40 Tage Fasten gemacht. Ja, und 3 Wochen Wiederaufbau. Aber das Verrückte war ja, ich bin hin mit der Maßgabe, 26 Tage zu fasten. Das war seine innere Stimme. Ich habe das nicht vom Kopf her gemacht. Und 9 Wochen, also noch einmal 4 Wochen drangehängt. Und das kann man sich ja vorstellen. Ich hänge hier voll noch in den Systemen drin, sei es Familie, sei es Beruf. Und da will dann einer 9 Wochen Urlaub. Die haben sich natürlich alle an den Kopf gelangt. Aber in der Zeit war es vielleicht einfacher, hä? Jetzt mit. Nee, bei uns ist eigentlich nicht einfach. Also eigentlich es gibt keine Vertretung da. Also ich habe teilweise doch ein bisschen nebenher gearbeitet. Also es war anspruchsvoll. Aber ich habe die 40 Tage gemacht und halt 9 Wochen vor Ort. Also 40 Tage Fasten und 2 Wochen und 2 Tage Wiederaufbau. Ja, ihr könnt auch mal, Mithat hat auch Videos mit Lauren Lockman direkt aufgenommen. Genau, Lauren Lockman, falls ihr ihn nicht kennt, der hat, ist sogar das größte, meines Wissens nach, Fastencenter der Welt, hatte Robin immer gemeint. Er ist garantiert der erfahrenste und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihm, würde ich sagen, ist am besten. Die anderen, die sind alle fast 3-mal, 4-mal so teuer, also 2-stelliger 1000er Betrag als da und und ist dann auch zeitweise schulmedizinisch angehaucht. Das ist halt bei ihm überhaupt nicht. Und, aber da muss jeder selber gucken. Ja. Genau, aber halt trotzdem sehr, er weiß halt, was er macht, ne? Wie du schon sagst, Robin hat auch schon erzählt. Es ist zwar jetzt nicht schulmedizinisch angehaucht, aber es ist wirklich sehr logisch, sehr klar, er misst alles nach, da braucht man keine Angst haben, dass irgendwas so, wie waren das bei dir dann überhaupt, hat er dann Blutwerte genommen, er hat ja auch am Anfang, ne, mit der Waage. Nee, er misst jeden Tag Körperzusammensetzung, also so eine Körperanalysewaage, Körpertemperatur, Blutdruck und ja, Herzschlag halt. Also das sind so die ein bisschen, wer sich in Ayurveda auskennt, die ayurvedischen Ärzte, und das reicht auch. Du musst nicht ins Blut reinschauen. Also er weiß so sensationell, da geht dein Herzschlag geht ein paar Schläge hoch oder deine Körpertemperatur geht um 1/10 Grad hoch. Dann weiß er, wie sich die einzelnen Werte gegenseitig beeinflussen. Das hat er alles im Kopf. Ja. Und dann sagt er genau, das ist das A und O, wie du Wasser trinken sollst und wie viel Wasser du trinken sollst. Das ist der Schlüssel, das richtig zu machen. Und also da fühlt man sich so, so sicher und er ist ständig für einen da. Das ist der Wahnsinn. Also der ist wie ein Vater. Das ist also unvorstellbar. Das muss man erlebt haben. Ja. Wie war es denn dann für dich? Du bist da hingekommen. Wie war es für dich vom von dem Setting so? Du hattest ja dann erstmal frei, ne? Keine Arbeit. Wie war es da von der Umgebung, vom Center, von allem her? So? Du kommst rein. Ich habe es ja vorhin erzählt, wo ich zurückgekommen bin, was das für ein Schock war. Also das geht in beide Richtungen. Du kommst rein und merkst irgendwie, wie alles von dir abfällt. Das ist also so eine Wahnsinnsumgebung, so eine Schwingung, das ist ja auch diese, ich habe es vorhin gesagt, diese Blue Zone, da gibt es ja 6 gefundene Blue Zones auf diesem Planeten, wo halt Menschen
besonders alt werden, lang leben, gesund sind. Und genau da hat er sein Center in Costa Rica. Und das hat was. Er hat ja keine Strahlenbelastung. Also er hat zwar ein LAN, aber keinen WLAN-Empfang gibt es bei ihm keinen oder fast keinen. Bisschen kostarikanisch, aber aus der Welt ganz vergessen. Mein Handy war null Empfang. Ja. Und das ganze Center, das ist also wie ein botanischer Garten. Du lebst in einem botanischen Garten. Also was der da in den letzten 9 Jahren auf dem Boden gestampft hat, am Anfang hast du gar nicht den Blick dafür, weil du bist dann relativ schnell in dem Fasten drin. Du trinkst von morgens bis abends Wasser, jede Minute ein kleiner Schluck. Also du kommst das dann gar nicht mehr zu schätzen. Das habe ich dann in den 3 Wochen wieder Aufbau schätzen gelernt. Das sind Schmetterlinge, Blumen, Früchte. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und die Stimmung, die er ausstrahlt, seine freiwilligen Helfer, die teilweise auch schon mehrmals gefastet haben, die Servicekräfte, nennen wir sie mal, die wo ihn da unterstützen, das sind alles so liebe Menschen. Das ist unvorstellbar. Ich habe natürlich den Vorteil, ich konnte ganz gut Spanisch und habe das eigentlich wieder richtig schön hochfahren können dort vor Ort. Ich war ja 3 Jahre in Spanien. Ja. Und am Schluss war mein Spanisch so gut wie da, wo ich in Spanien war. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Natürlich, Corona sei Dank, muss ich sagen. Wir waren relativ wenige, sonst hat er Gruppen von 30. Wir waren dann im Peak nur maximal 8 Personen. Ja. Und dann, er hat so endlos viel Zeit oder nimmt sich endlos viel Zeit für seine Kunden. Aber die mit den Servicekräften, also die habe ich mich alle verliebt und deshalb bin ich nächsten Samstag in der Woche wieder hin und ich muss die unbedingt wieder treffen. Also das war Fruchtfestival, ne? Wie bitte? Fruchtfestival jetzt im März, ne? Da ist Fruchtfestival eine Woche und dann mache ich noch eine Woche Land und Leute. Ja, ja. Ach cool. Also das ist, Es ist unbeschreibbar. Man muss es wirklich spüren und aber das ging vielen, wenn nicht gar den meisten so. Du kommst rein und dann fällt alles von dir ab. Und das Wasser da, das ist ja Quellwasser, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja, ich habe noch nie so, wenn du jetzt wahrscheinlich ein Leitungswasser daneben stellst, aber dass ich jetzt sagen würde, boah, das Wasser, das war das Beste. Und du trinkst zwischen 6 und 7 Liter am Tag, also irgendwo und bist nur noch auf die Toilette gehen. Ja, es gehört halt dazu. Also da, ich bin ja auch, ich war ja ein Hardcore-Trockenfaster. Also das war natürlich in der Phase der komplette Schwachsinn, weil der Körper muss ja das Zeugs rausschwemmen und ohne ein Lösungsmittel funktioniert das halt nicht. Also deshalb, ja. Wie hütet man seinen Körper? Weil er misst ja dann immer, wie viel Wasser. Ja. Genau. Ich war gar nicht schlecht. Ich habe ja vorher schon Historie gehabt mit Messwerten. Er behauptet ja von sich, er ist bei... Ja, stimmt, wir haben ja mal hin und her geschrieben, da in einem von deinen Videos, die ich dann runtergeschrieben habe. Ja, stimmt. Er ist ja bei 78%. Er sagt, der Durchschnitt ist so bei 65. Ich bin eigentlich die letzten Jahre schon Trockenfasten hin oder her. Das hat nie viel Unterschied gemacht. Zwischen 72 und 74%. Ja, okay. Also ich bin gar nicht so komplett dehydriert, trotz Trockenfasten. Also, und du hast ja dafür auch dich sehr wasserhaltig ernährt die ganze Zeit. Ja, ja. Also er war da immer erstaunt, teilweise auch bei den Messwerten. Dann teilweise ging es dann sogar bei ihm über die 80 und dann hat er aber der Waage einen Messfehler unterstellt. Ja. Im Moment, ich wollte jetzt nochmal messen, kurz bevor ich zu ihm gehe, also heute in der Woche. Aber ich merke es an mir selber. Vor 2 Tagen hatte ich wieder so einen leichten, Krankheit gibt es ja eigentlich nicht. Also wer sich auskennt, weiß, jede Krankheit ist Entgiftung. Also da hatte ich auch wieder so ein bisschen Fiebergefühl. Habe ich gemerkt in den Augen, das spürt man ja. Man kriegt ja ein immer besseres Körpergefühl. Und dann habe ich gespürt, aha, da kommt wieder was. Aber gleich die innere Stimme hat gesagt, ha, wir sind am Entgiften, hallo. Also da ist schon jetzt auch noch einiges zu tun. Weil ich bin ja runtergegangen von 65 Kilo auf 51,5 bei der Fasterei. Und das sind halt die Gewebe, wo der Körper in dieser Zeit rankommt. Aber es gibt ja jede Menge tiefere Schichten. Das ist so ein bisschen, wer Professor Dr. Karl Probst kennt, der schreibt das ja auch. Jetzt zieht es nach aus den tiefer liegenden Schichten, sei es Knochen, sei es Zähne und den anderen Strukturen, weil der kann dich ja nicht komplett abbauen. Dann würdest du
zurückschweben als Geist. Also irgendwo ist Schluss und bei mir war halt Schluss bei den 51,5 Kilo. Und jetzt merke ich, wie das Gift nachzieht aus den tieferen Schichten. Ja. Und das war jetzt auch wieder eine lange Antwort. Das heißt, im Moment ist der Fokus bei mir ganz klar immer noch auf Entgiftung. Und diese Hydration und dass es da irgendwann steigt, das kann er machen, wenn ja Prozesse wie Entgiftung irgendwann abgeschlossen sind. Ja. Das Gleiche ist im Moment Sehkraft oder Haare oder was weiß ich, was man noch für kleine kosmetische Baustellen hat oder Zähne oder solche Dinge. Aber das legt der Körper alles fest. Wie bitte? Mit den Fingern hast du gemeint, weil du es gerade auch angeschnitten hattest, das hatte ich im Video auch gesehen. Die sind bei dir wieder normal gewachsen, ne? Und das ist bei mir, das war Zeit meines Lebens, die waren fast weich, also die Nägel. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben, das ist beim Lauren passiert, kräftige Fingernägel. Ja. Also das war so ein Zeichen meines Körpers mehr oder weniger auch, weil das ist ja auch nicht wichtig. Aber da hat er mir halt gezeigt, ja, da kann es hingehen. Also ja. Und das ist halt so offensichtlich, wenn du über 5 Jahrzehnte lang weiche Nägel gehabt hast, die nach vorne mehr oder weniger immer so runtergeklappt sind und dann jetzt richtig, richtig starke Nägel hast und die auch eine Farbe haben, da hab ich's gemerkt. Aber das macht halt alles der Körper, da musst du dich nicht drum kümmern. Der Lauren sagt halt einfach auch, das Prinzip, was er erkennen durfte, ist go out of the body's way, also mach dem Körper Platz. Ja. Gib ihm die Zeit, die Ruhe, nimm ihm die Verdauungsarbeit ab und dann kümmert er sich um alles. Ja. Er repariert nach seinem Gusto und auch von der Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Ja. Also. Was hast du dann noch so während dem Fasten gemerkt, jetzt außer, oder körperlich noch was anderes so, außer mit den Nägeln jetzt und auch dann emotional? Ja, teilweise, man muss wirklich, also ich staune teilweise selber, ich habe es mir jetzt nicht oft angeschaut, die Videos, aber da öffnen sich Welten, das ist der Wahnsinn. Also wenn du es nicht schon vorher wusstest, also viele, die ja in unsere Richtung gehen, das reicht ja auch durch diese Art der Ernährung, merken da auf einmal, wer wir wirklich sind. Aber dort kommst du deiner Essenz so nah, das ist unbeschreiblich. Also es soll jetzt gar nicht zu hochtrabend klingen, aber wenn sich diese Tore öffnen, wir sind ja alle gleich, dann kriegst du Antworten auf alles. Du kriegst auf alles Antworten. Der Schaube deutet ja auch solche Dinge an. Ja. Wer da ein bisschen aufmerksam liest, ich habe es ja 11-mal gelesen, das geht ganz klar in die gleiche Richtung. Und es sind halt verschiedene Wege, wie du da hinkommst. Vorhin habe ich ja gesagt, du kannst auch 40 oder 50 Jahre lang ins Kloster gehen. Aber heutzutage kannst du es halt schneller haben. Also mit der Rohkost und so ein bisschen Turbolader ist natürlich dieses Wasserfasten. Dieses überwachte, professionell überwachte. Ja, genau. Wenn man eben die Zeit und Bedingungen hat, weil das habe ich auch gemerkt, ich werde nochmal wahrscheinlich ein Video mit jemand anderem aufzeichnen. Wenn man zum Beispiel Saftfasten macht oder einfach mal Monotage einlegt. Sowas ist halt im Alltag oft noch besser umsetzbar. Jetzt mit dem Lockdown und Corona ist es eh perfekt, dass man sagen kann, okay, oft wenn man im Homeoffice ist, dass man dann halt, wenn man gerade mal eine Besprechung oder so hat, dann kann man ja vorher einen Saft trinken, dann ist man trotzdem da und klar und hat nicht zwischendrin auch die Phasen, wo man sich halt dann wirklich ausruhen sollte, die kann man dann halt ein bisschen steuern, wenn man noch ein bisschen was zu sich nimmt, so. Das ist dann halt ganz angenehm, was man halt im Alltag besser machen kann und besser verknüpfen kann. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, dann ist es halt wirklich ein, ja, gutes, beschleunigendes Mittel, da mal wohin zu gehen, wo wirklich die Bedingungen optimal sind, sich die Zeit zu nehmen für diese Zeit eben, für den Raum und ja, das dann zu machen, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch alles durch und Saftfasten, ich weiß nicht, was das längste da war und diese Trockengefaste. Und es kommt dem Prozess nicht gleich. Also klar, wenn einem das in den Alltag reinpasst, aber da würde ich eher andere Dinge machen und mir dann wirklich die Zeit nehmen. Und ja, das unter seiner Führung, ich wüsste jetzt gar nicht eine Alternative,
wo es heutzutage gibt, wenn man nicht ein Vielfaches von ausgeben will. Ja. Aber er hat ja auch genügend Videos, da muss man einfach schauen, genau. Passt einem das, passt einem der Typ, resoniert man damit, und für mich war dann so klar, ja, das muss ich machen. Ja. Ja. Und wie ging es dir denn danach? Also ihr könnt auch mal anschauen, im Video mit Robin habe ich nämlich nochmal mehr auf das Fastenbrechen und so drauf eingegangen. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Aber wie war es denn für dich dann nach den 40 Tagen dann wirklich so diese Aufbauphase wieder? Wie lange hat das gedauert, bis du mit dem Gewicht wieder mehr da warst, beziehungsweise auch wieder mehr Kraft hattest, mehr Energie? Wie lange ging diese Phase? Okay. Auch vom Refeeding so? Ja, also er fängt natürlich ganz, ganz langsam an, und auch das ist natürlich ein über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte perfektionierter Prozess. Ich habe auch gedacht, hey, du fängst da mit 30 Gramm, also mit einer Unze fängt er an. Ich habe da aber dann den Saft genommen, den Kokoswasser, und da war es mehr. Also das erste Glas, gibt es auch ein Video dazu, 330, also jetzt auch schätzt 330 Milliliter, und das ist der Wahnsinn, weil du hast ja 40 Tage deinen Geschmacksknospen nicht gegeben, nur Wasser. Die sind da gereinigt, die sind sensibilisiert. Also man muss langsam machen, weil der Kreislauf am Boden ist. Also immer langsam aufstehen. Ich bin dann auch, ich glaube, zweimal zusammengesackt. Da war er dann auch stinksauer. Zu Recht natürlich, weil wenn man dann ohnmächtig wird und auf seine Fliesen aufschlägt, dann ja, kann es das gewesen sein. Ja. Aber die Energie kommt, und das Umfeld macht sein Übriges. Die Mengen gehen auch relativ schnell hoch, ja. Richtung 1 Kilo. Man ist dann bei 4 Mahlzeiten am Tag, ich glaube nach einer Woche auf 1 Kilo, und halt tollste Früchte. Und dann fängt man halt an. Er hat immer gesagt, idealerweise vor jeder Mahlzeit ein bisschen Sport machen. Und dann hab ich halt angefangen mit Liegestützen. Ich habe keinen einzigen Liegestützen mehr hingekriegt. Aber halt einfache Übung. Also es ist wie Reha, so klassische Reha vom Sportler, der schwer verletzt war. Ja. Und so fängst halt langsam wieder an. Aber der Spaß ist da, das Vertrauen. Du spürst eigentlich, wie du dein System kompletter Reset, und wie du deinem System jetzt das gibst, für das es eigentlich geschaffen war. Und dann ist die Zuversicht ist einfach da. Und Gewicht, dann in den 3 Wochen vor Ort bin ich von 51,5 auf, ich glaube, hier nach Deutschland kam ich mit 58. Ja. Und wie gesagt, dann Deutschland, das war erstmal wieder ein kompletter Setback, und Strahlung und was weiß ich, und kalt und keine Sonne mehr und so weiter und so fort. Also da ging es wieder ein bisschen rückwärts, auch kein Sport gemacht hier mehr. Aber jetzt, also heute Morgen zum Beispiel, 68,1. Ja. Also, und damals habe ich angefangen mit 64, 65 zu fasten. Und ich habe dann irgendwann, du hörst einfach in den Körper rein, ich habe dann irgendwann angefangen, 1 Minute zu joggen. Also ich konnte früher aus dem Stegreif hier einen Halbmarathon gelaufen, also jetzt nicht schnell, aber ich kann zumindest 20 Kilometer laufen. Ja. Und da ging 1 Minute vor 80 Tagen. Ja, die Idee war halt dann 1 Minute heute, wenn heute eine gehen, dann gehen morgen 2 und 3 und 4 und 5, und so habe ich es weitergemacht bis 60 Minuten, und jetzt laufe ich seit 20 Tagen jeden Tag 1 Stunde. Ja. Jetzt mittlerweile jeden Tag 10 Kilometer. Ja, krass. Und jetzt mache ich Liegestützen jeden Tag, was weiß ich, das ging auch schier nicht, am Anfang 10 Stück, jetzt mache ich 150 Stück am Tag, merke, wie da sich was tut im Oberkörper, das Gewicht geht ja auch hoch. Ja. Also man muss halt wieder aufbauen. Im Endeffekt, so als Analogie, das ist wie Altbausanierung. Also wer sich auskennt, altes Haus, der ganze alte Rotz muss raus. Der Körper schmeißt alles raus, bis halt auf die Struktur, auf die tragenden Wände. Ja. Und da war halt dann nichts mehr dran. Und dann baut das wieder auf mit, wie beim Altbau, mit ordentlichem Material. Und das ist halt der Prozess, den man macht. Und da verschwinden natürlich auch Muskeln und alles Mögliche, weil die Giftstoffe, die ich halt auch ein halbes Jahrhundert in mich reingestopft habe, unwissentlicherweise eben ja, rausgeschmissen wurde. Und ging halt auch ein bisschen Substanz mit. Aber alles halb so wild. Ja, es geht dann immer wieder drauf, ne? Das ist halt eine Sache mit dem Gewicht auch immer, je nachdem, wo man das macht. Allein dieser gesellschaftliche Faktor, wenn man da nicht wirklich komplett
gefestigt ist in sich und es völlig egal ist, wenn da irgendwie jeder auf der Straße einen anspricht, so, ne? Dann würde ich das halt auch nicht irgendwie in Deutschland eben machen und mit Familie oder sonst wem, weil ja, selbst wenn sie vorher sagen, ist in Ordnung, viele können das nicht. Ja, die können es nicht sehen, die können es nicht sehen. Also das sehe ich jetzt auch noch so. Aber ich war ja vorher schon ziemlich stabil in der veganen Rohkost. Also Ende Mai werden es jetzt 4 Jahre. Und ja, Frutaria mit ein bisschen Blattgemüse ist es seit über einem Jahr. Und schon vor dem Lauren habe ich ja so gegessen wie er. Und man spürt es eigentlich erst danach. Also jetzt könntest du mir mit allem Möglichen kommen, was ich früher gern gegessen und gekocht habe. Also ich kann ja alles Mögliche, Kuchen, Brot. Ich war ja viele Jahre in der Welt unterwegs. Jetzt habe ich die ganzen Sabote-Früchte kennengelernt. Ich bestelle gerade hoch und runter von diesen ganzen Fruchtversenden. Ja. Rohkost, Jurassic, Fruchtlawine, da gibt es 7 Stück, Crowdfarming in Spanien. Wenn du da merkst, wie das Zeug schmeckt, du willst nichts mehr. Kein, ich weiß es nicht, manche mögen Tiramisu, manche mögen Mousse au Chocolat. Du kannst erzählen, was du willst. Ja. Pizza hier, da. Wenn du mal merkst, was die Natur für uns produziert hat. Du willst dieses. Oder Durian. Mein Gott, Durian. Ja, die kenne ich seit 3 Monaten. Habe ich mir jetzt auch mehrmals gegönnt, frisch gefroren. Mein Gott. Also die heißt nicht zu Unrecht König der Früchte. Ja. Der Wahnsinn. Ja, ja. Am Samstag belohne ich mich wieder mit über einem Kilo Durian. Ja. Ich wollte unbedingt mal in ein Land, wenn Durian-Saison ist. Ja, das mache ich im Sommer. Das mache ich im Sommer. Und gerade eben gab es zum Mittagessen 800 Gramm Jackfruit. Ah, okay. Kennst du ja auch, oder? Ja, ja, ja. Fand ich auch immer ganz lecker. Genau, aber ich muss sagen, Durian ist schon so. Ja. Das ist der Hammer. Ja. Ja. Hattest du die auch probiert? Wir waren ja damals in Sri Lanka bei Benjamin von der Fruchtlawine eben beim Retreat. Der hatte doch auch sowas wie so eine Keksfrucht. Ich weiß nicht, war das Sapote? Das war Sapote Amarillo. Die habe ich schon 2-mal bei ihm bestellt. Ich habe auch einen kleinen Artikel geschrieben über die Frucht bei ihm. Damals hat sie mir nicht so gut geschmeckt. Und das ist gerade von den Sapoten eine der besten. Also die muss aber auch gut sein. Ich habe jetzt bei ihm insgesamt 4 oder 5 Kilo schon bestellt. Ja. Und wenn die richtig reif ist, wenn ich jetzt wieder meine Kamera drehen könnte, da hinten mit Sapote Lucuma, Sapote Pico und Sapote Mamey. Ja. Also die Sapote-Früchte, das sind, ja, das, da gibt es so einen anderen, fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, der hat auch so eine Rohkostbibel geschrieben von über 400 Seiten, du weißt garantiert, von wem ich spreche, der hat auch ganz oben auf seiner... Wie bitte? Konz oder? Nee, nicht Konz, der so ein anderer, jüngerer. Ist den Kochtopf? Ach so. Der ist auch beim Schaube zitiert in seinem Buch. Sven Rohag, oder? Genau, ja, ja. Und der hat auch ganz oben die Sapote-Früchte, die kannte ich ja gar nicht. Beim Laurent durfte ich das ja gar nicht probieren. Ja. Beim Lochen kriegst du nur wasserhaltige Früchte. Ja, ja. Oder Avocado, habe ich 1/4 Avocado abends bekommen. Also weil die bei 75% Wassergehalt liegt. Also diese Früchte, da musste ich mich jetzt austoben. Aber ich musste einfach wie ein kleines Kind, das die Welt entdeckt, durfte ich entdecken, mein Gott, was gibt es hier für Früchte? Also oder Rolinha Deliciosa oder Guanabana oder... Ich kannte ja einen Großteil von den Früchten. Gandaria hatte ich mir neulich bestellt. Und jetzt danach dann auch von der Klarheit so, hast du da noch mehr Veränderungen gehabt dann? Jetzt nicht nur, was das Körperliche halt anbelangt, so, dass die Energie wieder kommt. Merkst du auch, dass dann jetzt mehr Energie oder mehr, ja, bist du wacher, klarer, weniger Schlaf oder weiß ich nicht, irgendwelche, hat sich noch irgendwas... Ja, okay, es kam ja dieser Rückschlag erstmal, wo du nach Deutschland wieder zurückkommst. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wenn ich wieder darüber gehe, ob das wieder wie so ein Schalter umgeschaltet wird. Also die 6 Wochen waren anstrengend, die ersten 6 Wochen. Habe ich zum Teil auch
ja, da war mein Problem Cherrytomaten. Also wusste ich so nicht, selbst Bio-Cherrytomaten, die werden sozusagen aufgehübscht, also die werden über Tröpfchendosierung, werden denen Mineralien zugesetzt. Also im Endeffekt hat mein Körper dann wieder Salz bekommen. Ich bin ja salzfrei seit über einem Jahr und hatte auf einmal dann wieder Ödeme. Ödeme von Cherrytomaten. Und das ist, ich habe die dann angeschrieben, die Biobauern, und die haben mir das natürlich bestätigt, so ein bisschen so auf der Tonspur verwässert, was sie da machen, aber das ist natürlich nicht das, was. Also die, wie machen die das? Die machen. Die analysieren so ein paar Cherrytomaten, schmeißen sie halt in den Mixer, dann gucken sie die Zusammensetzung, dass die immer gleich schmecken. Und dann merken sie, oh, da fehlt ein bisschen hier, ein bisschen da. Salz ist ja ein Gift im Endeffekt, aber ist ein Suchtmittel. Und dann dosieren sie halt Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid, was auch immer da rein soll. Ja. Und da habe ich halt ziemlich viele von gegessen. Ich dachte, wenn der Körper danach will, dann soll er das machen. Aber das hast du halt bei mir unten an den Füßen gesehen, die waren total geschwollen. Ja. Und das war bei mir ein kompletter Schlag. Also da habe ich drei Wochen lang die Dinger da gegessen. Und dann hat es weitere 3 Wochen gedauert, bis das Salz von diesen Cherrytomaten wieder auf dem Körper draußen war. Dann bei ging die Schwellung Tomaten weg und dann ging es aufwärts. Wie bitte? Bei anderen Tomaten nicht, oder? Experimentiere ich gerade rum. Jetzt habe ich wieder welche gehabt und dann ging es wieder los. Ja. Also die machen da halt rum. Bei den anderen raffinierten Produkten, sei es Pizza, das weiß man ja alles, Pizza, die ganzen Backwaren, da ist bei den Süßbackwaren ist ein bisschen Salz drin, bei den salzischen Backwaren ist Zucker drin, sind alles diese Suchtmittel, damit dass du nicht aufhören kannst. Ja. Und die kann halt der Körper, meistens muss er sie verdünnen oder irgendwo einlagern. Und beim Salz ist halt klassisch Ödeme. Ja, ja. Und bei den Früchten kann man halt nicht so viel machen, die kannst nicht irgendwie kannst du nicht so direkt da reinmischen, da musst du es dann halt ins Gießwasser geben. Und da muss man einfach selber ein bisschen gucken. Also ich habe jetzt auch die anderen Tomaten, wo ich da zurzeit esse, habe ich jetzt auch wieder abgestellt. Weil es sagt auch der Loren, der Körper zeigt dir ganz genau, was er haben will. Manchmal spürst du nicht sofort, aber du siehst dann durch Schwellung oder morgens guckst du in den Spiegel, Gott, wie sehe ich denn aus? Und aufgedunsen oder hier oder Augenringe. Ja. Das sind halt dann die Konsequenzen, wenn du mal diesen Reset mit Fasten gemacht hast. Dann auch so klar und du spürst am Wohlbefinden, geht mir es gut, geht mir es nicht gut. Also da mag das vielleicht abends noch so gut geschmeckt haben. Ich habe dann auch, also wenige Rückfälle. So ein bisschen, einmal bin ich übers Erdnussglas, Erdnussbutter oder Erdnussmus hergefallen. Ja. Das ist noch das größte Extrem. Und dann merkst du aber am Tag drauf, nee, das war zwar abends ganz lustig, aber dann. Das ist viel zu trocken, die Verdauung funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Also, ja. Ja, und war es dann in Deutschland so für dich, dass du da mehr vom Schlaf so und vom Energielevel her, weil du ja sagst, so erstmal wieder so ein bisschen gegen die Wand. Ich kenne es auch von damals. Deutschland ist halt auch sehr, gerade wenn man dann im Winter zurückkommt, es ist ja. Und dann von der Einstellung her, ne, es ist alles super hart, es ist alles super ernst und super. Also ich kenne auch selbst in Europa kein Land, wo so, weiß nicht, selbst wenn du in Spanien bist, da ist halt Feierabend und die feiern auch und hier ist halt alles so ernst und so hart und ja. Ja, und dann kam Corona ging ja gerade wieder dann so richtig los im Herbst. Also, wie gesagt, diese 6 Wochen, Corona hilft natürlich in der Phase oder hat geholfen in der Phase. Zum einen natürlich, dass die Umwelt gesundet und wir damit gesunden, aber dass halt die sozialen Kontakte, wo man dich halt blöd anmachen könnte, bezüglich Lebensweise oder Denkweise, die sind halt natürlich auch limitiert, bis halt auf Familie. Und nach den 6 Wochen ging es eigentlich kontinuierlich schon aufwärts, weil dann hat der Körper das wieder raus da von den Tomaten. Dann kam das mit dem Laufen und da kommt relativ schnell die Zuversicht, weil du halt spürst, das ist das Richtige. Ja. Und das hat natürlich richtig Spaß gemacht, auf diese Stunde hoch. Also das ging dann nur aufwärts. Es ging nur aufwärts. Aufwärts Gewicht, aufwärts stimmungsmäßig, aufwärts
energiemäßig. Also das, damit war das dann überstanden. Aber das habe ich am Anfang irgendwie, ich habe es nicht zusammenbekommen. Also ich war da richtig ja, verwirrt, was ist da jetzt los? Mir ging es so gut da drüben, gerade wenn man das letzte Video anguckt, selbst im Frankfurter Flughafen habe ich noch ein Bild machen lassen, so von irgendwelchen Passanten. Und dann kam dieses Loch. Ja. Aber war alles schon wieder überstanden. Und jetzt geht es ja auch hier, Sonne scheint, bei dir wird sie auch scheinen. Schon. Und jetzt kommt der Frühling und okay, jetzt kommen so die 2 Wochen und also, aber ich weiß halt, der Reinigungsprozess ist noch nicht vorbei mit einmal 40 Tagen. Also Lorenz sagt das ja auch ganz klar. Im Schnitt kommen die Leute halt über von seinen 10.000, wo er da durchgeschleust hat durch den Prozess, sollte man es 2 bis 3 Mal machen. Und am Anfang habe ich auch so gedacht, 2 bis 3 Mal, was erzählst du da, Lorenz? Aber das ist halt dem geschuldet, dass die tieferen Strukturen halt erst, ja, das geht halt nicht bei einmal Fasten. Da kann er noch nicht so tief gehen. Und man würde es ja dann auch spüren, also das erklärt er ja auch, entweder vor Ort oder in irgendeinem Video. Wenn du irgendwann, das habe ich mir für den April vorgenommen, fasten kannst, 3, 4, 5 Tage, aber viel mehr braucht man gar nicht, und du merkst keinen Energiemangel mehr. Das heißt, weil normalerweise, wenn man normalerweise fastet, deshalb soll man ja auch nebenher nicht berufstätig sein, nutzt der Körper die gesamte Energie zum Heilen. Das ja. ist der eigentliche Trick ja bei dem Spiel. Zum Heilen oder zum Heilen, zum Entgiften. Also zum Entgiften, ja. ganz klassisch. Wenn wir nicht mehr vergiftet sind, was ein Loren nicht ist, der kann eine Woche fasten, könnte auch mal 2 Wochen fasten, du merkst keinen Unterschied. Warum? Weil da gibt es nichts zu entgiften. Ja. Da gibt nichts zu entgiften. Also immer auf so einem minimalen Level, diese paar Umweltgifte, die kriegt der Körper halt dann auch raus. Die kriegt er natürlich raus, ja. Also den Test mache ich dann mal so im April. Und also ja, ich sage es in den Videos, aber es kann ja nicht jeder diese Videos da anschauen. Und es war ja keine Verstandesentscheidung. Ich kenne ja den Loren. Ich glaube auch durch dich, du hast mal erwähnt, vor 2, 3 Jahren, und dann habe ich mir die Videos angeschaut, nee, ist nichts für mich. Was erzählt der da? Wasserfasten, alles Blödsinn, geht viel zu lang und gesund sieht er auch nicht aus und deshalb war das nichts für mich. Ja. Und dann 2 Jahre später kam es wieder über dich, du hast es wieder erwähnt in einem Video, ich glaube, war sogar mit dem Robin oder irgendwo, so nur eine Randbemerkung. Und diesmal, ich habe dann das Video angeschaut und dann war sofort klar, so wie damals Sri Lanka mit dir, da muss ich hin. Und dann war ich dort und habe das gemacht. Ja. Ja, also es gibt da keine, wissen wir ja, Patententscheidung oder One Fits All oder man muss einfach gucken, wenn einem das, wenn das alles interessant klingt, was wir hier erzählen und die Seele meint, ja, das wäre jetzt an der Zeit oder das wäre das Richtige, dann spürst du den inneren Drang wie ein kleines Kind und dann musst du das machen und dann machst du es und dann ist es natürlich auch das Richtige. Genau, ja, und es ist halt echt immer auch, wie ich gemerkt habe, so, man muss halt gucken, was hat man für Möglichkeiten, so, wenn man jetzt halt keine, sich nicht so lang freinehmen kann, wenn man da finanziell einfach nicht so gut aufgestellt ist oder wenn man halt mit der Familie eingebunden ist und so, dann ist es halt manchmal schwierig, so, dann bietet es sich halt an, zumindest dann irgendwie selber, daheim entweder, dass man mal ein Saftfasten unter der Woche auch macht oder dass man halt lieber öfter einen Wasserfasten am Wochenende macht, mal 2, 3 Tage. Genau, und dann so diese Zeiten dafür nutzt, dass man halt immer schaut, was ist in meinem Rahmen halt jetzt möglich. Genau. Ja, also da wäre natürlich, weil man geht eigentlich nicht zum Loren, obwohl es das natürlich auch gibt, das hat er natürlich auch erzählt, um hinterher wieder in der Zivilisationskost, bleiben wir mal bei der Kost, es gibt ja auch andere Dinge, wo die Zivilisation uns vergiften, sei es Gedanken oder Strahlung oder. Also das sollte nicht so die Maßgabe sein, weil dann
Ja, das ist wie Autoputzen von vorne bis hinten und dann fahre ich durch den Feldweg und wieder in Matsch rein und dann geht alles wieder von vorne los. Also das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Und da wollte ich sagen, lieber versuchen, langfristig, wie du auch immer schön in deinen Videos erzählst, wegzugehen. Wir haben ja alle den Weg hinter uns, manche schneller, manche weniger schnell, von dem Allesfresser über den Vegetarier zum Veganer, zum veganen Rohköstler und dann lässt er irgendwann noch das Salz weg. Und dass man da langsam reinigt und sich schon mal an diese, ja, für den Menschen eigentlich gedachte Ernährungsweise annähert. Ja. Und dann irgendwann vielleicht noch das Fasten, weil er hat Kunden, die sind 10 Jahre veganer Rohköstler. Auch bei mir war wieder einer dabei, der Kenny aus New York, seit 30 Jahren vegan. Ja. Und die haben auch noch Baustellen. Also das siehst du dann, wenn halt, das sieht ja ganz klar, das sehen auch wir, weil wir sehen uns ja gegenseitig, was die dann für Symptome haben. Also das erzählt jeder jeden Tag, wie es einem so geht, wie er geschlafen hat und dieses und jenes. Ein anderer, der hat nachts stundenlang geschrien vor Schmerzen, wenn die Gifte den Körper verlassen. Also das kriegt man alles mit. Also noch da wieder lange, lange Antwort. Ich würde sagen, eher als dieses Fasten und wieder zurück in alte Gewohnheiten, lieber Schritt für Schritt sich mal an man muss also schon ein bisschen dran glauben, an diese ideale Ernährung dieses menschlichen Körpers, wo wir hier nutzen, herantasten. Und dann, wenn es irgendwann noch passt, das Fasten eigentlich als Reset obendrauf setzen. Ja, da gibt es also auch Möglichkeiten. Er hat Kunden aus der ganzen Welt, die auch aus, wir kommen ja, also wenn wir hier Deutsche, wenn da jetzt Deutsche zuschauen, wir haben ja ganz andere Möglichkeiten, aber das sind auch Leute aus ärmeren Gegenden. Also wenn es einem wirklich wichtig ist, dann gibt es Mittel und Wege, sich das leisten zu können. Ja. Also sei es das verkaufen, jenes verkaufen, Haus verkaufen, ich weiß es nicht. Also man investiert da in sich, in seine Gesundheit. Ja. Das ist unbezahlbar. Ich habe das auch immer wieder gemerkt, wenn manche dann, egal bei was, das heißt, dass das Essen mal mehr kostet oder sonst was. Wenn man in Deutschland die Statistik angeschaut hat, ich glaube, 330.000 Euro gibt ein Durchschnittsdeutscher fürs Auto aus, so in seinem Leben. Sei es Reparaturen, tanken wahrscheinlich auch und 330.000 Euro so. Und wenn einem dann da nicht mal so ein kleiner Prozentsatz für die eigene Maschine so, wenn das Auto kaputt geht, dann kannst du zu Fuß weiterlaufen, aber wenn das Herz kaputt geht, dann kannst du nicht mehr weiterlaufen, dann passiert erstmal gar nichts mehr so. Ja. Also klar, ich war ja schon immer einigermaßen fit, aber jetzt, wenn man halt jenseits der 50 ist und ich mir meine Kollegen angucke und die teilweise auch noch jünger sind und also ich war fit, ich werde fit und ich werde noch immer fitter und mit den meisten jungen Burschen, ich betreue da Studenten bei Siemens, da halte ich aber locker mit. Aber locker. Und das ist eigentlich dann der Spaß, wo man dann hat, wie leistungsfähig, wie klar man ist. Und jeder hat ein anderes Wehwehchen von meinem Kollegen. Der eine, der fängt jetzt an mit Stottern. Der andere, sei es leichte Zitterbewegung oder. Ja. Es ist halt so ein schleichender Prozess, du weißt es ja alles. Man sieht halt nicht von heute auf morgen, ich habe es ja auch nicht gesehen. Und es ist unbeschreiblich. Ja, voll cool. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall, Mithat, fürs Teilen. Genau. Gerne. Schreibt mal gern unten drunter, was eure Erfahrungen sind, was ihr davon haltet. Genau. Und ob ihr vielleicht auch schon mal Fasten ausprobiert habt, beziehungsweise was auch, teilt da gerne mal. Dann sieht man mal so, was die Erfahrungen dabei sind bei euch. Genau. Und ansonsten euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.